Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier immer noch in der Krypta der Herzen und ja, irgendwie muss ich hier einen Weg finden. Ach nee, nein, 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 jetzt hänge ich wieder fest. Erstmal Shielding, genau. Dann Ebony Gauntlet. Ah, ich hänge seinetwegen hier. Ach du Scheiße, drei Stück. Ach, nee. Das werde ich nicht überleben. Nochmal. Hier Shielding und Shield of. Was will jetzt Siri von mir? Was? Nein. Halt, stopp. Siri will jetzt noch was von mir. Nochmal Shielding. So, jetzt geh mal kaputt. Geh kaputt. Nein, 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 nein. Hier True. Shielding. Boah, ist das jetzt gerade unangenehm, so mit den Fingern hier am PC. Also an der Tastatur. Hier meine Finger auseinander zu spreizen, weil ich hier an den Pfeiltasten sein muss. Und gleichzeitig an der Taste U. Damit ich hier das alles drücken kann. Okay, der da hinten ist aber weg. Ne, doch nicht. Der ist noch da. Ach ne, da hinten ist auch noch wieder einer. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Alter. So, und den da hinten jetzt noch. Ach. Ist das unangenehm gerade mit den Fingern hier. Genau, das wollte ich wieder. Und nochmal. Ich höre hier noch einen irgendwo, der auf mich ballert. Und nochmal Shielding. Kann der jetzt mal endlich kaputt gehen? Da. Ach nee, jetzt ist schon wieder. So, und nochmal den hier. Alter. So, dann hier Safe Game auf die 3. Ist das vielleicht ein Weg hier? Ne, ich dachte schon. Schade. Hier müsste es, glaube ich, langsam auch weitergehen. Oder doch nicht. Wer weiß, vielleicht ist hier eine geheime Tür. Hier ist keine geheime Tür. Aber wo muss ich... Hier gäbe es noch irgendwie die Möglichkeit, da reinzukommen. Jetzt kommt, ich brauche Passwall. Und da besitze ich nicht. Ah, hier geht's weiter. Ach nee. Jo. Nochmal Heal True und Shielding. Alter. Shielding haben die sofort zer. Ja. Alter. Geh kaputt. Da ist noch einer. Wie viele sind denn davon hier? Meine Güte. Und Levitation ist auch wieder vorbei. Ja, der nimmt mich jetzt gleich wieder auseinander. So, warte. Wieder den hier. Dann schnappen wir uns den.
So, wir gehen mal hier hin. Oh, da haben wir's. Oder doch nicht? Ne, das heißt, aber da ist eine Tür. Irgendwo. Da haben wir's. A few have gained these hollowed halls, brave fools who wouldest face the puzzle. There's a thing which nothing is, yet it has a name. It's sometimes tall and sometimes short. It tumbles when we fall, it joins our sport, and plays at every game. What then doth I speak of? Ich würde sagen, ich google das mal eben, beziehungsweise ich lasse es mir übersetzen über Google Translator, weil ich bin immer noch nicht gut in Englisch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, die Pause-Taste funktioniert nicht. Das heißt, dass ich das dann eben so google. So, also den Translator, meine ich. So. There is a thing which nothing is. Oder ich versuche das mal so zu übersetzen. Da ist ein Ding, was nichts ist. Yet it has a name. Es hat einen Namen. It's sometimes tall and sometimes short. Also es ist manchmal groß und manchmal klein. It tumbles when we fall. Tumbles bin ich mir jetzt nicht sicher, aber when we fall, also wenn wir stürzen. It joins our sport. Also es macht unseren Sport mit. Und plays at every game. Und macht jedes Spiel mit. Könnte das sein? Aber ich frage mich jetzt auch wirklich, warum funktioniert die Pause-Taste jetzt bei meinem Stream Deck nicht mehr? Wahrscheinlich alles wegen dem Absturz von vor ein paar Stunden zu tun gehabt. Also bei OBS. Nicht alles funktioniert jetzt gerade hier. Seitdem ich mit Twitch angefangen habe und OBS hier auch für Twitch hier optimiert habe, funktioniert das Stream Deck nicht mehr so, wie ich das gerne haben möchte. Aber ja. What then doth I speak of? Also manchmal groß, manchmal klein. Es macht unseren es tritt unseren Sport bei und spielt alles mit. Aber das ist eher so ein Rätsel, was glaube ich zur Lore passen würde. Ansonsten würde ich sagen NPC oder so, keine Ahnung. Aber manchmal groß, manchmal klein. It tumbles when we fall. Könnte es vielleicht ein Schatten sein? Was heißt Schatten nochmal auf Englisch? Shadow. Ich meine, das war Shadow, weil... Ja, Schattenwolf, mein Lieblingstier, sagen jetzt mal so, Fabelwesen, heißt ja auch Shadow Wolf. Würde ich sagen. Shadow? Wird das so geschrieben oder ohne C? Hallo, den weg? Ah, nein. Ja, genau. Mach alles weg. Wird, glaube ich, so geschrieben. Es war richtig. Schnell Safe Game. Ganz schnell Safe Game machen. Auf die 2. Oh. Woher kommt der denn jetzt? Jo, der nimmt uns auseinander. Nochmal Shielding und Heal True. Komm. Geh drauf. Hier noch einer. Oh, da ist ja noch einer, wirklich. Das hat sich so angehört, als wäre hier sogar noch einer. Jo, nochmal den und den.
Ja, genau, mach mich kaputt. So, nochmal Shielding und Heal True. Bitte sag mir, hier ist keiner mehr. Sieht so aus. Ja, da haben wir's. Das sechste Stück. The sixth piece of the staff of chaos slides into the nearly complete rod like a sword into a sheath. Nice. Safe game. Das heißt, wir hauen jetzt aus dieser Hölle eben ganz schnell wieder ab. So, nochmal das aktivieren. Und ja, für mich ist das hier die Hölle. Also hier die Dungeons in High Rock, die sind die schlimmsten, finde ich. Ach ne, wir hätten hier runter gemusst, ne? Oder? Es geht auch darum, okay. Wir überleben das. Jetzt nehme ich den kompletten Weg nochmal zurück. Einmal komplett außenrum, wirklich. Ich glaube, es gab nur den Weg außenrum. Das, was ich so oder so immer gemacht habe, also immer außenrum gehen, um alles zu durchsuchen, zu gucken. Ging aber auch weit nach Süden, muss man sagen. Das, was ich so oder so immer mache, hätten wir hier so oder so gemusst. Außenrum Dungeon hier zu erkunden. Ah, toll. Ja, hier müssen wir jetzt eben warten, bis der Zauber hier verflogen ist. Ah, diese wunderschöne Gedünge. Gedunkse. Und solange wir warten, kann ich noch mal eben einen Schluck von meinem Kaffee trinken. So. Ach, gut. Ja, nein, komm. Schnell jetzt nochmal den. Hier vielleicht nochmal ein Safe Game machen. Soweit wir es geschafft haben, wieder zurück. Und nochmal gucken, wie weit müssen wir noch runter? Sehr weit. So. Aber wir werden gleich definitiv noch ein paar Mal angegriffen. Da, von dem zum Beispiel. Da ist der nächste. Oh, diese Steingolems, das sind die schlimmsten Gegner hier bisher, finde ich. Ah, und wieder dieses Geräusch. Habe ich schon mal gesagt, dass es das angenehm ist? Was ist jetzt gerade für ein Geräusch? Ah, du schon wieder. So, ich wollte den da looten. Und das hier looten. Ich glaube, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game. Macht nur Safe Games gerade, wirklich. Weil diese Map hier die Hölle ist. So, das heißt, geradeaus durch. Dann müssten wir hier rechts, dann nach Norden. Dann wieder links. Und dann nach Süden. Ich glaube, die Levitation hört auch jetzt jeden Moment wieder auf. Und ich hoffe nicht, wenn wir über La der Lava sind. Und genau das passiert.
Es hört mitten über der Lava auf. So. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Und das machen wir nochmal. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Den hier nicht, also rechts nach Norden. Genau. Ja, geh mir auf den Sack. Ja, genau. Shielding. Shield true. Genau, dann müssten wir jetzt gleich hier links und dann wieder links. Ich bin schon diseased, das heißt, die können mich nicht noch mehr diseasen. Ist das überhaupt richtig, diseasen? Hallo, ich will den anwählen. Hallo, ich will den anwählen. 66 Gold? Nehmen wir mit. Hier gehen wir auf jeden Fall nicht nochmal hin. Was ich aber gerne hätte, wäre wirklich wieder so ein Level-Up. Was dann hier? Genau, hier wieder nach Süden. Und hier jetzt gleich wieder nach links. Ah, der Zauber ist wieder vorbei. So, dann nochmal Heal True. Dann hier ebenfalls nochmal ein Safe Game. Und dann schauen wir mal, wo war hier der beste Weg, um wieder zurückzukommen. Geradeaus durch. Rechts. Dann die erste Tür links. Ja. Machen wir erstmal den Weg. Ich hoffe, die geben mir jetzt ein Level ab. Den habe ich jetzt nötig. Ja, wir gehen gleich wegen denen auch noch. Ich sehe schon kommen. So hänge ich hier jetzt fest. Wieso hänge ich da jetzt fest? Aua, das hat wehgetan. Nee, wir hatten hier eine Geheimtür. Ah, ja genau, folgt mir noch. Ex-Viecher. Ah, beide auf einen Schlag, nice. Und der kommt auch noch. Ja, ich weiß, das sind Spinnen. Genau, da kommen wieder zwei. Wir waren schon lange nicht mehr paralysiert. Ne, die erste Tür davon. Dieses nach links. Ja, hier sind wir richtig. Dann, genau, ist nur noch geradeaus durch.
Genau. Und den können wir eben noch schnell looten. Den da auf. Ja, ich sehe schon. Nochmal Shielding und Racers auf Heal. Langsam können wir gerne auf hier wirklich ein Level abkriegen. Ich erwarte jetzt wirklich Minimum Level 20. Ah, hier. Jetzt nach oben. So. Hier war es erstmal Süden, dann hier Osten, Norden. Dann wären wir auch schon da. Vielleicht auch hier jetzt noch mal ein Safe Game machen. Ja! Endlich! Oh, so sehen wir jetzt mittlerweile aus. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen hier noch mal ein bisschen was. Und hier auch noch. Weil das sind sehr oft magische Gegnerwesen. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir uns dagegen auch noch ein bisschen schützen. Würde ich sagen, das speichern wir uns auch noch mal. Aber es war echt lange her, dass wir das letzte Mal hier aufgelevelt hatten. So. Geht irgendwie nicht auch von auf den Sack. Wo war denn der Ausgang? Hier. War der hier? Ja, stimmt, da war hier. Hier ist irgendwo eine Tür gewesen. War hier nicht eine Tür? Oder war der hier? Hier war der. Kommst du denn? Dass die auch manchmal direkt hinter einem spawnen. So. Ah, warte. Nein, zurück. Hier müssen wir auch ein Safe Game machen, falls wir unterwegs drauf gehen. Denn das kann ja sein. Und dann gehen wir hier nach Evermore. Ein Tag. Ja, wir haben aber zum Glück gespeichert. Kann sein, dass wir drauf gehen. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Obwohl, noch sind wir nicht in Sicherheit. Da haben wir eine Taverne. Ja. Schnell die Waffe weg. So, get a room. Noch Single. Ein Tag will reichen. Ja. Was sagt die Uhr hier? 5.40 Uhr. Gut. Campen war 3 Stunden. Barn is livid, scattering about the Imperial Palace like a rabid dog. You have caused him no end of worry. I am sure the wizard's minions are tracking you.
I will say no more, lest I tempt fate. You seek now the seventh piece of the Staff of Chaos. I have found that this piece lies in a place called Mirkwood, the dark forest that ever moved. There can only be one of two provinces left that can hold this forest, Black Marsh or Morrowind. I would start my search in one of these. Mirkwood? Kenne ich doch noch aus hier Elder Scrolls Online. Das war doch in Blackmar. Würde aber auch irgendwie Sinn ergeben, wenn das erst Mirkwood ist, also beziehungsweise erst Blackmarsh und dann Morrowind. Weil Morrowind, das kennen wir alle hier. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir nochmal raus. Ich würde sagen, das würde wirklich am meisten Sinn machen, wenn es erst hier ist und dann hier. Vor allem bei alten Spielen sind oft so, teilweise auch bei neueren, dass Endgebiet immer irgendwie so düster ist und so weiter, so mit Vulkan und alles. Und Morrowind ist halt hier, beziehungsweise Wadenfeld ist halt eine Vulkaninsel. Der rote Berg hier. Dass das eher hier Endgebiet ist, Endlevel. Und dann irgendwie gehen wir hier hin und bekämpfen Jagathar. Vermute ich, dass es so ist in der Art. Dass hier dann ja quasi das letzte Stück gesucht wird. Ah, hier haben wir einen Necron aus dem neuen Elder Scrolls, die Online DLC. Ich würde sagen, Mirkwood ist hier. Mirkwood muss hier sein, auf jeden Fall. Gehe ich mal aus. War nicht auch irgendwie von eines der Elder Scrolls Online DLCs nicht hier so, hieß das nicht auch Mirkwood oder so, wo es um die Agonia ging? Wir gehen aber erstmal was verkaufen. So, was haben wir? Das hier, das? Nein, den wollen wir nicht verkaufen. Verkaufen wir den anderen. Den hier, genau. 30.000! Warte mal. Warte, das müssen wir mal eben schauen. Vielleicht ist der magisch. Nee. Aber den behalten wir. Den alten behalten wir. So, wo haben wir den? Genau da. 30.000 Gold nehmen wir, also, ja. Einfach mal 30.000 bekommen. So, den können wir auch verkaufen. Wir haben diesmal leider nicht so viel Magisches. Und einen Dolch haben wir auch. So, warte. Genau, hier. Silver Longsword, genau. Hier den Longsword noch. Ja, wir werden diesmal nicht so viel Geld bekommen. Aber wir können uns trotzdem das nächste Stück Ebenerzrüstung holen. Und der ist lustigerweise in Black Rose, bei Black Marsh, auch bei Unearthed Sunrise. Die Ebenerzhose.
Oder wir könnten uns den auch in Black Marsh bei River Bridge das andere Schulterstück holen. Crystal, was kriegen wir dafür? 1880. Auch ein schöner Preis. So, 1734, nice. Sagt mir mal, okay, geht in Ordnung. Diesmal echt gute Preise mit bei. Was kriegen wir hier? Ja, sind immer über 1000 jetzt aktuell die Dinger da. Bracelets und so weiter. Ich habe das eben erz Helm gerade. War am besten wirklich 30.000. Boah, der auch schon 6.000. Mesmerize me, but you got the gold if you're still willing to sell. Ja. Und noch was? Ja, dann heißt es erstmal uns müssen wir müssen uns auch noch erstmal heilen. Aber heilen tun wir uns in der nächsten Folge. Und da machen wir uns auch auf den Weg nach Black Marsh. Ich bin's wieder, euer Max Deus und ciao.